Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Unity Build. Diesmal mit einem besonderen Gast für mich, dem einzig wahren Koala, Tobi. Hallo. Eho. Na, bin noch gar nicht sauber? Drauf. Ja. Ich gehe gerade drauf. Das Runterzählen war mein Stichwort. Achso. Magst du dein Ding wegmachen? Dein goldenen Block, den hast du nämlich. Ja. Auf Die Spitze des Penises. Ja, weil den habe ich. Ich habe ihn bei dir auch abgebaut, weil ich glaube, du konntest ihn auch nicht abbauen. Genau, stimmt. Ach cool, du hast weitergebaut. Nee, das, ich habe abgebaut. Ach, du hast abgebaut? Wegen Der. Welche? Koalas Heim, steht aber noch da. Ja, ich muss echt mal ein bisschen. Achso, du baust jetzt einfach nur weiter oben. Nee, das ist von Pascal. Ich habe Pascal Platz gemacht, weil ich erstmal nur eine Base hatte. Ich bin ja jetzt gerade erst neu dabei und dann brauchte ich erstmal Rohstoffe, die habe ich dann da alle. Erstmal gebraten, so eine kleine Base gebaut. Ach so. Dann Ja habe ich den gut. Platz frei gemacht. Dann musst du Rohstoffe sammeln. Was brauchst denn du? Vielleicht kann ich dir was geben. Das ist nett. Ich habe, glaube ich, sogar schon genügend mittlerweile. Ach so, okay. Na Dankeschön. Dann halt nicht, wenn du nicht willst, dann halt nicht, ne? Wer nicht will, der hat. Ja, richtig. Oh Gott. Und du Ich kommst mit hasse deiner es, mein Wolke da. Host. Was? Du kommst mit deiner Wolke gut voran. Es geht. Das dauert ewig, diese ganze scheiß Wolle zu sammeln. Also, das ist echt schrecklich. Ich muss einfach mal öfters, wenn ich merke, okay, heute ist keine Aufnahme mehr drin, auf den Server gehen und Wolle sammeln, glaube ich. Soll ich dir ein bisschen sammeln gehen? Ja, das Problem ist nicht das Sammeln an sich. Das Problem ist, dass wir nicht so viele Schafe hier in der Gegend haben. Also, ich kenne eine Farm, bei der farm ich ab, nämlich die Farm von den nicht mehr Mitgliedern des Projekts Die Brote. Die haben ganz viele Schafe und da hole ich mir immer, aber die müssen halt nachwachsen. Oh, ja, ich glaube, da war ich auch. Ich habe ja für meine Mühle hier auch ein bisschen was gebraucht. Oh ja. Hast du mir Wolle geklaut, du Arsch? Nee. Nee? Nee, eigentlich wollte ich dir welche vorbeibringen. Nein. Ich meinte nur, weil du. Na egal. Ach so, okay, ich verstehe. Gut. Okay. Okay. Wolle. Richtig. Ist aber eigentlich ganz nice. Also ich kriege immer so einen Stack-Wolle schon fast raus, aber es reicht ja trotzdem nicht. Es ist einfach grausam. Die Wolke. Du brauchst ja auch viel, ne? Mhm. So, auch dann gehe ich dir mal ein bisschen was besorgen. Ich weiß gerade sonst eh nicht so genau. Du gehst es mir besorgen, oder was? Claro. Ja, dann auf der Gamescom, ne? Ja, ich muss sagen. Ja, ich bin so ein bisschen neidisch auf dich, weil du hast ja schon Bubbles getroffen. Ja. Da bist du mir ja schon irgendwie voraus jetzt. Das ist ganz schön gemein. Ja, kleiner Wettbewerb, ne? Ja, nee, das, den verliere ich definitiv, weil wir sehen uns wahrscheinlich am ersten Tag. Und also wenn ich anreise und dann wirst du mir irgendwie nicht mehr richtig von der Seite weichen wahrscheinlich. Das ist schön gesagt. Ja, im Grunde. Ja, nee, also ich meine, ja, also für die Leute hier mal, Tobi und ich gehen auf die Gamescom mit noch Domi und also Dragon, Domi, weiß nicht, welchen Namen ihr kennt, und Luke. Und ja, dementsprechend werden wir auch die meiste Zeit wahrscheinlich auf der Gamescom zusammen rumhängen. Und wahrscheinlich auch öfters in den Videos der jeweiligen anderen auftauchen. Ich muss übrigens meine Legria wieder entstauben und mich mal wieder ein bisschen vloggen. Einfach nur, damit ich mich wieder rangewöhne, da reinzuspringen. Ich habe dich echt beneidet bei deinem Vlog, dass du so ohne Probleme in die Kamera sprechen kannst, mitten in Köln. Meinst du von Hintergrundgeräuschen oder von Charme? Nein, von Charme. Also, das ist ja, also im ersten Moment ist mir das total schwer vorgekommen, in der Öffentlichkeit zu reden. Das ist zwar, also ich habe das jetzt nicht so oft gemacht, deswegen ist es bei mir noch nicht wirklich sau gut. Man hat gemerkt, es wird leichter, aber das ist so, schon auch so eine Überwindung, die man da erreichen muss. Aber man muss ja, also wir waren ja auch zu zweit unterwegs, das war schon mal ganz cool. Ja gut, und das macht es, glaube ich, echt einfacher, oder? Auf jeden Fall, aber ich habe auch kein Problem, alleine das zu machen. Ich habe ein Jahr lang ein Praktikum beim Radio gemacht und habe dann da ein Jahr lang jeden Tag, also ne, Montag bis Freitag, jeden Tag Umfragen gemacht auf der Straße. Oh, okay. Und das halt direkt im Zentrum von Köln, also direkt, wo mega viele Leute waren, und ein Jahr lang, da ist man dann irgendwann so ein bisschen abgehärtet. Gut, das glaube ich dann, ja. Das glaube ich tatsächlich. Das ist, ein kleiner Vorsprung, den du natürlich dann mir gegenüber hast. Ach Quatsch, das reißt dich dann mit, wenn wir auf der Gamescom ja, sind. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, das ist so, was ich allgemein immer, was eigentlich auch immer zutrifft bei den meisten Sachen. Übrigens danke für die Wolle, weil ich es noch nicht gesagt habe. Bitte.
Das ist sowas Allgemeines, was man so immer sieht. Leute, das ist auch bei Schulpräsentationen. Also Schulpräsentationen zum Beispiel habe ich echt kein Problem mit. Wenn du mich vor eine Klasse stellst und ich soll da irgendwie eine gut ausgearbeitete Präsentation halten. Gut, am Anfang vielleicht so eine kleine Grundnervosität. Wenn es benotet wird, ja, dann schon nervös, weil man einfach darauf achten muss, wie man benotet wird. Aber wenn man einfach nur so irgendwie in der Gruppe diskutiert und eine Präsentation hält und Leuten was erklärt, dann habe ich da echt kein Problem mit. Aber in die Kamera reinzusprechen, da ist immer so dieses Gefühl, gut, ich komme vom Land, jetzt so ein bisschen, also Stadt, ja, aber ich wohne so ein bisschen auf dem ländlicher und das Problem hier ist, dass YouTube hier halt auch nicht so wirklich gang und gäbe ist. Also in Köln, da sind die Leute sehr bald schon gewohnt, dass da Menschen rumlaufen mit einer Kamera, die reinsprechen. Bei uns ist das nicht so. Wenn ich da mit der Kamera rumlaufe und da reingucke und reinspreche, dann gucken mich die Leute alle so ein bisschen komisch an. Das glaube ich gern. Und dementsprechend suchst du dir dann irgendwelche ruhigen Orte, aber hast du mein Outtake-Video gesehen? Ja, oder? Damals? Ja, stimmt. Ja, wo das mit dem Wind, glaube ich, auch war, ne? Ja, das war so nervig. Da habe ich mich an endlich getraut. Ach komm, ich mache jetzt Outdoor mit schönem Hintergrund Video. Oh, Wind, 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 überall Wind. Ich habe gedacht, ich raste aus. Ja. Eigentlich kann die Lega das ja ganz gut wegstecken, ne? Aber wenn es dann zu viel ist. Ja, es war richtig viel. Also du hast ja auch vielleicht an meinen Haaren, hat man es gesehen, da war wirklich Wind. Also da war nicht irgendwie nur ein kleines Lüftchen, sondern da war Wind. Das war echt eklig. Ja. Das ist. Also, ja, also wirklich in Köln ist es, glaube ich, wirklich, da kennt man das. Ich meine, war Vor allen Dingen auch in Köln ist so. man, glaube ich, auch ein bisschen anonymer einfach. Weil in Köln, da sind ja jeden Tag fremde Menschen und irgendwelche Touristen und so. Da ist das dann halt auch noch was anderes. Wenn ich das halt in meinem, wenn ich das hier mache, wo ich jetzt wohne, und ich komme, dann komme ich von der Schule heim und ich seh halt jeden Tag im Bus, im Zug, überall. Ich sehe überall immer die gleichen Menschen. Jeden Tag. Oh. Also, du kennst sie nicht mit Namen, aber du siehst die. Und wenn du dann halt irgendwie anfängst, dich komisch zu verhalten, werden das bestimmt 90% der Leute werden das cool finden. Aber dann gibt es halt diese 10% der Leute, die dich dauernd nur blöd angucken und dann sich ducken und nicht unbedingt in dein Video rein wollen und davor Angst haben. Und ja, auf sowas habe ich einfach keine Lust. Also sowas ist mir noch zu peinlich. Ja, gut. Also es ist ja auch jeden seins, ne? Der eine hat da ein bisschen mehr Hemmung, der andere weniger. Wir werden sehen, wie es auf der Gamescom läuft. Je Also nachdem. ich habe schon mit Bubbles verabredet, wir machen so ein bisschen so Joko und Klaas-Style, wenn ich du wäre und so. Oh Also wir Gott. legen da dann nochmal so eine kleine Schippe drauf, was so die Peinlichkeit angeht, sage ich Wobei mal. ich das irgendwie richtig lustig finde. Es kommt darauf an, was es natürlich ist, weil ich bin kein so Fan von so komplett bescheuerten Sachen, wo man dann einfach nur sich an den Kopf fasst. Aber wenn es was wirklich Lustiges ist, oder also etwas, was vielleicht Mut erfordert, aber lustig ist, dann bin ich je nach Stimmung auch dabei. Wenn, Cool. also wenn alle voll dabei sind so und keiner sich da jetzt irgendwie komplett fremdschämt, so, ja, macht ihr mal, aber ich mach da nicht mit. Wenn da alle mitmachen, dann bin ich da auch sehr schnell überzeugt von sowas. Es ist halt echt nur dieses in die Kamera sprechen und mit sich selbst praktisch reden, Überwindungen, die ich noch brauche. Aber die kommt mit der Ah. Zeit. Also ich denke schon, dass ich dafür gemacht, also gemacht klingt doof, aber dass ich dafür in der Lage bin, wenn ich das mal gemacht habe. So, jetzt Ja, aber wir genug von den Kameras geredet, oder? Machen da so ein kleines Bootcamp bei der Gamescom und dann Genau, klappt das klingt doch das. gut. Mach mal dem Studio 71 Bootcamp, alle Ehre. Genau. Verfolgst du es? Nee, überhaupt nicht. Okay. Also, ich kenne nur vom Web Video Day oder wo das war. Ich glaube, Web Video Day. Ja, die Da kann habt man ihr so eine übrigens, Folge. also Studio 71 kann man ja auch auf der Gamescom antreffen, ne? Ja, also die machen da irgendwie live dieses Bootcamp, irgendwas davon. Ich weiß nicht genau Ah. was. Nee, halt Last Man Standing war das. Last Man Standing ist live. Ach so, genau, Auf der ja. Ding. Auf der Aber Gamescom. das ist ja kein Last Man Standing mehr. Ja, leider. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird, aber letztes Jahr war ich komplett enttäuscht von. Ja. Also da war das echt traurig. Vor allen Dingen, gut, ich weiß nicht, du bist auch so ein Zombie-Fan, oder? Also Weiß nicht. teamgong.de komplett. Ja, allgemein, also diese ganzen Leute. Und das fand ich. Ach, du. Warte, bitteschön. Dankeschön. Gut, zwei Deppen, ein Gedanke. Ich bin auch ein total, also Gronkh gerade auch natürlich. Da bist du ja noch ein viel größerer Fan, das weiß ich. Aber so allgemein da auch die ganzen Leute. Und irgendwie war dann für mich, es war schon mal für mich eine Enttäuschung, dass beim Team Gronkh.de, was sie übrigens aus irgendeinem dummen Grund Team Let's Play Together genannt haben, ich verstehe gar nicht, warum sie es nicht Gronkh.de einfach genannt haben, war ja nachher Zombie und so nicht mehr dabei. Und es war so groß und so.
So, es war so Stefan Raab-mäßig, so Schlag dem Raab-mäßig war das aufgezogen irgendwie. Ja. Weißt du? Und das war für mich auch so ein bisschen. Ja, das erste war so cool. Oh Das habe ich ja. gefeiert. Aber da war das auch noch wie YouTube damals. War einfach nur so mal versuchen und gar keinen richtigen Ablauf, nur so ungefähr alles und so ein bisschen chaotisch. Genau. Das ist schön. Wer hat es letztes Jahr moderiert? Dies Rocket Beans und Nerali. Genau, ich finde, ich bin jetzt mal ganz böse und das tut mir wahnsinnig leid für Leute, die die mögen, aber ich finde Nela nervig. Also ich mag die nicht als Kommentatorin. Also sagen wir so, bei TAF und so passt sie rein, aber als Gaming-Kommentator und so. Es eignet sich einfach nicht jemanden, der nicht von der Gaming-Szene wirklich Ahnung hat, als Gaming-Kommentator zu nehmen, finde Aber ich. da muss man sie auch so ein bisschen verteidigen, sag ich mal, weil sie war ja bei dem ersten Last Man Standing ganz alleine da und hat es dann mal probiert und so und hat danach gesagt zum zweiten Last Man Standing, ich will das nicht mehr alleine machen, weil ich habe keine Ahnung von Gaming. Ich will halt nur noch wirklich moderieren, dann halt da auf der Couch, wo die ganzen Leute sind. Und dann haben sie der halt dann die Rocket Beans dazu gepackt. Das ist ja auch, ich möchte gar nichts was gegen sie sagen. Wie gesagt, in TAF zum Beispiel, ich gucke jetzt nicht TAF unbedingt, aber wenn man das schon mal irgendwie gesehen hat, ich bin ein großer Simpsons-Fan und davor lief das ja immer. Oder so, also für solche Moderatoren, für allgemeine Moderationen halt, finde ich die ja super. Das ist ja gar kein Problem. Aber eben für das Gaming-Zeug, da hat es mich genervt. Ja. Explizit halt bei dem jetzt. Also soll jetzt auch kein Angriff irgendwie explizit gegen Nela sein oder so. Aber eben da. Aber wenn es die Rocket Beans wieder machen, wäre es auf jeden Fall besser. Die haben auf jeden Fall Ahnung davon. Das stimmt. Aber dadurch, dass dieses Jahr ist ja Gronkh nicht dabei. Echt? Ne, Gronkh ist nicht dabei und Pietsmiet, soweit ich weiß, auch nicht. Ich bin mir da aber nicht sicher. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Gronkh nicht dabei ist. Also ich habe mir ja immer gewünscht persönlich, dass es vielleicht mal ein Last Man Standing gäbe, was auch kleinere YouTuber trifft. Also jetzt nicht in unserer Größe, sondern schon noch größere, aber Leute halt, die trotzdem nicht jetzt zu den absolut Riesen gehört, weil Last Man Standing war ja doch schon sehr Ding. Aber ich hätte mir nie gewünscht, dass es das Alte ersetzt. Ja. Also ich hätte immer gedacht, sie machen vielleicht irgendwann noch ein neues Format drauf, wo sie vielleicht durchmischen. Aber ich hätte echt gehofft, dass das normal Last Man Standing Team Gronkh.de gegen Team Speedsmeet bleibt. Ja, auf jeden Fall. Das war ja die Grundidee. Und das hat ja auch Ja. gepasst. Und das hat super gepasst. Vor allen Dingen, weil das wirklich zwei sehr verschiedene Typen sind. Also, ich glaube, wenige Leute sind gleichzeitig große Fans von Peetsmeet und Gronkh. Das stimmt. Weil die machen sehr verschiedene Gaming-Contests. Aber die meisten Leute, die Gronkh abonniert haben, haben, glaube ich, trotzdem Peetsmeet abonniert. Also ich zum Beispiel mag Pizza. Bist du immer noch am Wollen? Jo. Nice! Das läuft ja hier richtig gut hier. Ja, die meisten Leute, denke ich, haben doch eher Pete mit Unkronk abonniert. Also ich gucke zum Beispiel auch Pete mit gerne, je nachdem, was es ist. Zum Beispiel Game of Thrones und so habe ich gerne geguckt. Aber Gronkh guckt man halt einfach gern, wenn man mal ein bisschen was Ruhigeres, vielleicht auch was zum Nachdenken oder so möchte. Dann ist Gronkh halt die beste Ansprechstelle. Ja, auf jeden Fall. Und das machte das halt irgendwie auch so spannend, weil die so komplett verschiedene Charaktere da drin zu haben. Fabian Sigismund ist dann wahrscheinlich doch wieder dabei, oder? Muss eigentlich, oder? Studio 71 ohne ihn geht ja Ja. mittlerweile nicht Ja, aber mehr. den finde ich halt super. Der war immer so ein gutes Äquivalent zu Zombie. Zwei sehr geskillte Spieler, gerade was CSS und CSGO und so anging. Das fand ich immer cool. Da gab es ja, oder Call of Duty, da haben die doch Call of Duty im ersten Last Man Standing gegeneinander so gespielt. Und dann war das doch so knapp. Das war Ach total spannend. ja, richtig. Und wie sie die dann beide angefeuert haben, die eigenen Teams. Das war cool. Aber hast du vor, auf der Gamescom da irgendwie hinzugehen? Also hast du Tickets? Nee, für Last Man Standing jetzt. Ja. Nee, dafür braucht man Tickets. Das ist ja Ja. ein doppelter Grund, nicht hinzugehen eigentlich. Hast du Ja, Tickets? Nee, oder? nee, ich werde es mir auch nicht irgendwo anschauen. Ich Ich glaube, ich auch nicht. boykottiere das. Ich werd vielleicht einfach mal so reinschauen, wer wie was. Ich weiß, wie gesagt, bis jetzt wusste ich ja noch nicht mal, wer teilnimmt. Weil ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass es wieder Team Gronkh gegen Team Peetsmeet ist. Aber das ist jetzt echt ein bisschen enttäuschend, wenn du mir das so sagst. Ja, Also, dann braucht man halt echt keinen Last Man Standing gucken, eigentlich. die Teilnehmer stehen ja auch noch nicht fest, ne? Die drehen ja gerade irgendwie, habe ich heute gesehen auf Instagram, Sarraz hat ein Bild gepostet, dass er da gerade beim Trailer-Dreh mit dabei ist. Deshalb, ich glaube, steht noch nicht genau fest, aber ich meine gehört zu haben, dass Gronkh definitiv nicht dabei ist. Ja, das ist halt echt ein bisschen schade. Aber ich glaube auch, dass die sich ein bisschen verstritten haben, Studio 71 und Gronkh.
Ich glaube, damals mit dem Silvester-Video war schon, da hat man schon den Glimpf-Gronkh-Seiten gemerkt. Ja. Ich glaube, die Situation war, als Let's Play Together beendet war und dann halt Fabian Siegesmund und David Heines übernommen haben. Da war das dann ja irgendwie so, dass Gronkh dann jeden Freitag in der Pause quasi dazwischen gestreamt hat, abends um 18 Uhr als Ersatz und hat dann gesagt, von wegen, wenn es jetzt weitergeht mit den beiden, dann suche ich mir gerne einen anderen Tag, müsst ihr mir nur Bescheid sagen. Und Okay. hier die von Studio 71 haben sich dann irgendwie angeblich nicht gemeldet und haben dann einfach eine halbe Stunde vorher das Let's Play Together starten lassen, um quasi die Zuschauer wegzugreifen. Ah, das ist ja echt mies. Ja. Aber das ist so, das muss man sagen, es ist, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, diese Studio, diese Netzwerk-Version. Oh, wir sind über der Zeit. Oh, okay. Ich gehe mal kurz vom Server runter. Wir reden darüber einfach gleich weiter. In der nächsten Folge. Bis dahin, mein Name ist Light. Danke, Tobi, dass du mitgemacht hast. Seinen Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Over and out. Tschüss.